Reingedruckt zeige ich euch heute, wie man mit SolidWorks eine Skizze erstellt. Ist auch ganz einfach, wenn man SolidWorks geöffnet hat, erscheint dieses Bild. Teil ist meistens schon markiert, einfach auf OK gegangen und dann öffnet sich dann halt ein neues Fenster. Und das erste, was ihr machen müsst, ihr müsst eine Ebene auswählen. Ihr habt hier die Wahlmöglichkeit zwischen vorne, oben oder rechts. Je nachdem, welche Ebene ihr auswählt, ist dann halt die Standardebene für euer Teil. Und wenn ihr das dann später als 3D-Teil zeigen möchtet und dann halt mit Schattierung und allem drum und dran, dann spielt die Wahl der Ebene eine Rolle. Ansonsten ist es eigentlich total egal. Ich nehme deshalb von meiner Seite ja Ebene vorne. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, dann auch gleich zu sagen, okay, ich möchte diese als Skizzenebene haben. Bestätige das Ganze. Dann öffnet sich hier automatisch ein neuer Reiter mit Skizze 1. Und den kann ich letztendlich auch gleich umbenennen, indem ich den sage Linien. Ist bestimmt falsch geschrieben. Entschuldigt, ich habe es nicht mit der Rechtschreibung. Ist nicht mein Ding. Und gehen wir einfach mal wirklich auf die Linien drauf ein. Und zwar haben wir hier in der Möglichkeit, drei Arten von Linien zu zeichnen. Eine Mittelpunktlinie, eine Mittenlinie und dann die ganz normale Linie. Und wir nehmen als erstes die normale Linie. Und da haben wir hier wieder die Möglichkeit, wie skizziert, horizontal, vertikal oder im Winkel. Und dann fragt dann, gibt es denn dann zusätzlich noch die Option für Konstruktion, unendliche Länge oder Mittelpunkt. Also genau dasselbe. Also hier haben wir genau dieselben Auswahlmöglichkeiten, wie wir jetzt hier oben drin hatten. Also das sind genau die gleichen, wie hier, die hier. Die sind identisch. Und die hier haben letztendlich jeder eine einfache Funktion für sich selbst. Wir nehmen als erstes wie skizziert. Wieder dieses aus. Ich nehme am liebsten, fange ich von der Mitte an. Und wenn ich jetzt die erste Besonderheit hierbei ist, jedes Mal, wenn man irgendwo bei 90 Grad, bei 180 Grad und dann hier nochmal minus 90, wäre minus 90 Grad und bei 0 Grad sind, da fängt er sich irgendwo ein. Dasselbe macht er auch bei 45 Grad und bei 135. Hier, da fängt er sich genauso. Und hier unten macht er das auch. 135 Grad. Und hier müssten irgendwo die 45 sein. Da sind sie. Überall da fängt er sich ganz kurz. Ja, also ist quasi für euch, dass es leichter geht. Wir machen aber eine ganz normale 0, also 90 Grad oder eine gerade Linie. Bestätigen das Ganze. Und jetzt könnte man letztendlich sagen einfach, okay, wir wollen weiterzeichnen. Eine weitere Linie. Und noch eine Linie. Und jetzt seht ihr schon, wenn ich jetzt hier über den Punkt und rüber gehe, der genau über den Mittelpunkt von unserer Zeichnung ist, kommt automatisch eine gepunktete Linie, die signalisiert, ich bin genau auf derselben Höhe, kann es bestätigen und kann jetzt letztendlich wieder hier runterziehen. Möchte aber diesmal nicht bis runterziehen, sondern nur ein ganz kleines Stückchen hier rüber, weil es gibt noch eine zusätzliche Funktion. Und zwar, wenn ihr auf der Linie drauf seid, kurz ein ganz kleines Stückchen weggeht und ihr geht wieder zu der Linie zurück, und dann zieht ihr, könnt ihr so eine Linie ziehen. Ja, also ihr könnt den Bogen auch richtig groß ziehen. Ja, und dann habt ihr einen wunderschönen Bogen. Und danach habt ihr automatisch wieder die Linienfunktion. Das wäre die erste Option von den freien Linien. Ja, wir können das Ganze jetzt später mal bemaßen. Da gehen wir später drauf ein. Bestätige ich das Ganze mal. Und jetzt nur die horizontale Linie. Und da gibt es hier gleich die Möglichkeit, dass er uns fragen tut, wie lang möchtet ihr denn die Linie haben? Und wenn wir jetzt hier sagen, okay, ich möchte die Linie 150 mm haben, bestätige hier. Und dann habe ich automatisch eine 150 mm lange Linie hier drin. Ja? So, kann ich bestätigen. Und diese Linie ist dann drin. Und wenn ich jetzt genau dieselbe Linie nochmal hier unten drin haben möchte, 150 mm, je nachdem, auf welche Seite ich hinrutsche, macht er die Linie entweder nach links oder nach rechts, bestätige ich dann halt wieder und dann habe ich das dann halt. So, und genauso halt, gehen wir hier wieder raus, genauso geht das mit der vertikalen Linie. Ja, die soll auch 150 mm lang sein, nehmen wir mal hier so und
So ist er auch 150 mm und so wäre sie dann auch 150 mm. Und genau so funktioniert es dann aber auch mit dem Winkel. Jetzt haben wir hier 150 mm angegeben und wir sagen jetzt hier, ich möchte hier einen Winkel haben von 15 Grad. Jetzt tippe ich hier hin und schwuppdiwupp malt er mir hier einen Winkel hin von 15 Grad. Genauso dieselben 15 Grad, die hätte ich, wenn ich zu der Seite hin zeichne. Ja, also entweder plus 15 Grad oder minus 5, also es sind definitiv 15 Grad, die ihr ja dann habt. Ja, das wäre das zum Thema Linien. Halt, stopp, da fehlt ja noch was. Und zwar, gibt es ja noch mehr Linien, und zwar die Mittellinie. Die Mittellinie ist eine sehr interessante Geschichte. Und zwar, wenn ihr die habt, ausgewählt habt, die Mittellinie. Halt, jetzt haben wir abgewählt, nochmal, Mittellinie. Dann zeichnet er eine wunderschöne Strich-Punkt-Linie. Diese Linie hat einen riesengroßen Vorteil für euch. Und zwar, wenn ihr Teile bemaßt oder, dann könnt ihr davon ausgehen, dass diese Linie definitiv nicht im 3D-Modell mit berücksichtigt wird. Es ist eine reine Konstruktionslinie. So, und dann haben wir noch eine weitere Linie. Und zwar die Mittelpunktlinie. Und da habt ihr hier auch wieder die Möglichkeit, wie skizziert, horizontal, vertikal oder Winkel. Das ist genau das gleiche wie bei der ersten Linie. Nur jetzt hier mit einem klitzekleinen Unterschied. Machen wir mal. Ja, wie skizziert. Und zwar, so wie ich die Linie jetzt hier rausziehe, wird sie zu beiden Seiten gleich lang. Vom Mittelpunkt aus gesehen. Ja, also wenn wir jetzt diese selbe Linie nochmal von hier, so, Mittellinie, und die auf die Mittellinie hier packen, ja, dann ist es wirklich definitiv immer gleich lang. Ja, so. Das war es erstmal zum Thema Linien. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, das kommt dann demnächst ein weiteres Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal.